Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim aus Dortmund und das hier ist die Geek Talk Daily-Folge für den 26. Dezember. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Von daher frohe Weihnachten, schönes Fest in die Runde. Und ja, ich habe ein paar Themen, denn an den Weihnachtsfeiertagen ist auch was passiert. Und da wären einmal Synergen oder wie auch immer das Ding heißt, das Android-ROM, das wird zum Ende des Jahres eingestellt bzw. verändert sich. Dann gibt es noch was zu Pokémon Go. Zwei Sachen von Uber habe ich noch dabei. Apple und Nokia streiten sich und das hat ein paar Auswirkungen. Und Baidu und KFC schlagen einem demnächst die Bestellung anhand des Gesichts vor. Gut. Fangen wir einmal an. Synergen oder wie auch immer das ausgesprochen wird, habe ich ja gerade schon in der Einleitung gesagt, ich weiß es nicht. Das ist ein Custom ROM. Das war mal echt ein großes Ding, wo ja viele Hersteller ihre Androids immer nur mit eigenen ja, Features befeuert hatten und es schwierig war, so ein klassisches Stock-Android zu bekommen, außer auf einem Nexus. In letzter Zeit zumindest, ist das, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen, weil viele Hersteller eben das nicht mehr so vollballern, ihre Android-Version. Und nichtdestotrotz, dieses Synergen, also ich kann es nicht aussprechen, also das entsprechende ROM. Ja, die Firma dahinter, die hat gesagt, ja, wir machen jetzt Schicht, den Dienst, das Betriebssystem, also das Custom-ROM, wird es nicht mehr geben. Schluss ist am 31. Dezember. Es gab ja immer nächtliche Builds des ROMs. Die wird es dann jetzt auch nicht mehr geben. Und ja, tschüss und ja, so schaut es dann aus. Das wird für einige bestimmt ja, überraschend kommen und einige werden das bestimmt auch vermissen. Anscheinend haben die sich da intern auch zerstritten und auch diverse ja nicht so tolle Entscheidungen getroffen. Und ja, das ist das traurige Resultat. Also die waren ja schon sehr professionell, die haben auch Geld eingesammelt und wollten das professionalisieren und glaube ich sogar Android, dem klassischen Android, wirklich hier den Rang ablaufen und Google halt, ich glaube, haben sie zitiert, in den Kopf schießen, also sehr materialistisch. Ja, Ende der Geschichte haben sie sich wohl selber in den Fuß geschossen. Nichtsdestotrotz, das ganze Teil ist ja Open Source, also wie Android an sich schon. Und das geht wohl jetzt in ein anderes Projekt auf. Zumindest die Community ist jetzt wohl dabei unter dem Namen Lineage OS. Das ist zumindest einfacher auszusprechen. Das alte ja, Custom-ROM insofern weiter am Laufen zu halten. Ja, wird bestimmt interessant. Da werden wir bestimmt auch noch einiges von hören in nächster Zeit. So, Pokémon Go, das kann ich wenigstens aussprechen und da rede ich ja auch gerne drüber. Pokémon Go hat, wie schon erwartet, um die Weihnachtszeit einem wieder ein bisschen zu versüßen in Sachen Pokémon Go-Spielen, wieder ein Special rausgebracht. Also diesmal sogar mehrere, um es mal so zu sagen. Denn seit gestern, dem 25. Dezember und noch bis zum 3. Januar, gibt es jeden Tag eine neue Brutmaschine beim ersten Mal, wenn man an einem Pokéstop dreht. Und so kann man halt gerade halt die neu rausgekommenen Pokémons aus den Eiern ausbrüten. Zusätzlich wird es ab 30. Dezember und dann bis zum 8. Januar noch verstärkt die ursprünglichen Pokémons geben, also die Start-Pokémons, die man sich aussuchen konnte. Das ist der Bisasam, der Glumanda und der Glurak und die entsprechenden Entwicklungsstufen, die werden einfach häufiger auftauchen. Und in der Zeit kann man auch die Lock-Module, die man hat, einsetzen, logischerweise. Und die werden dann von 30 Minuten auf 60 Minuten hochgepowert. Ja, schöne Sache. Wird bestimmt wieder ein paar Spieler an Pokémon Go ja, ranbringen. Und gehen wir über zum nächsten Thema. Uber. Uber hat ja die selbstfahrenden Autos, also die autonomen selbstfahrenden Autos, getestet in San Francisco, praktisch vor der Haustür. Denn Uber ist ja dort im Valley auch angesiedelt. Und da hat die Stadt San Francisco gesagt, es muss eine entsprechende Genehmigung geben, die, glaube ich, auch spottbillig ist. Aber Uber hat sich irgendwie quergestellt und hat gesagt, sie brauchen die nicht. Und ja, Ende der Geschichte, die streiten sich. Und dann haben sie gesagt, ja, dann gehen wir halt einfach und machen das nämlich nicht in San Francisco und Kalifornien.
Gerüchteweise sind die Autos dann direkt nach Arizona weitergefahren. Nichtsdestotrotz werden auch seit September schon in Pittsburgh Tests vorgenommen. So, über Testen hin und her. Was wirklich konkret ist, was jetzt Uber released hat, ist in ihrer App, die erst vor kurzem ja auch komplett redesigned wurde und nicht so gut angekommen ist, glaube ich, so wie ich es gehört habe, gibt es jetzt die Möglichkeit, sich anstelle zu Orten oder zu einer Adresse, sich auch zu Personen manövrieren zu lassen. Mit der Logik halt, ja, manchmal will man einfach nicht zu einem bestimmten Ort, sondern einfach nur mit ein paar bestimmten Personen oder mit einer bestimmten Person irgendwo abhängen und genau, dann ist die eben das Ziel. Wie das jetzt wirklich umgesetzt wird, ist mir noch nicht so ganz klar, ob das dann auch nur Leute sind, die halt auch Uber benutzen und dementsprechend in der App registriert sind, dass man die auswählen kann, damit dann natürlich die App dann auch dem Fahrer mitteilen kann, wo die andere Person ist, wo derjenige, also der neue Fahrgast dann hin möchte. Naja, ich bin jetzt in den, ja nicht in den nächsten Tagen, in ein paar Tagen bin ich dann wieder in Amerika und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ein Uber benutzen und mal gucken, ob ich dann auch jemanden habe, zu dem ich mich hinmanövrieren lasse. Das ist eher wahrscheinlich nicht so. Von daher kann ich das nicht unbedingt testen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, mache ich das natürlich und berichte davon. Was ich aber testen werde in meiner nächsten Uber-Fahrt in den Staaten ist der Snapchat-Filter. Denn die haben einen eigenen Snapchat-Filter und wenn man sich auf einer Überfahrt befindet, dann kann man in der App angeben, dass man hier das mit Snapchat verbinden will. Dann wird man rübergeleitet und Snapchat verifiziert das und dann gibt es für diese Fahrt einen eigenen Snapchat-Filter. Und der wird dann auch wirklich ja, mehr oder weniger passend generiert, sprich man kann den über seinen Snap legen, den man an entsprechend vielleicht an die Person schickt, zu der man sich hinmanövrieren lässt, wo dann halt in dem Filter auch angegeben ist, dass man in 5 Minuten da ist. Ja, so einfach geht's. Da bin ich gespannt. Auch schon einfach nur durch das Interesse schon zu sehen, wie funktioniert die Kombination zwischen den beiden Apps. Wie verifizieren die das? Denn da ist bestimmt dann auch bei Snapchat noch viel Luft für Kooperation. Apple, ja. Die streiten sich jetzt anscheinend mit Nokia. Also sprich, Nokia hat Patente angemeldet und die hatten auch schon früher mal ein Agreement, dass sie Patentsharing machen und Lizenzgebühren. Ja, das ist jetzt wohl irgendwie vorbei. Auf jeden Fall sind die jetzt gerade am Streiten. Sprich, Nokia hat Apple verklagt und Apple hat jetzt einfach mal gesagt, ja gut, dann gucken wir mal, wie das läuft. Aber wir wollen auch keine Plattform geben und haben mal eben aus allen Online-Stores die WeThings-Produkte rausgenommen. WeThings ist der Hersteller von Smartwatches und hier diesen digitalen Wagen und diversen Wearables. Die wurden von Nokia aufgekauft und ja, die sind jetzt nicht mehr online bei Apple zu kaufen. Man findet noch ein paar tote Links, wenn man auch googelt, aber die gehen dann ins Nichts. Mal sehen, wann die Geräte auch dann vielleicht aus den richtigen Stores entfernt werden. Das kann man eben wohl nicht so über Nacht machen. Das braucht ein bisschen mehr. Die müssen ja auch irgendwohin zurückgeschickt werden, denke ich mal. Ja, das wird spannend, wie sich das so entwickelt. Ja, generell diese ganzen Patentstreits. Mein Gott, heute habe ich es halt. Das ist alles wegen dem Android-Mod, glaube ich. Ja, die nehmen auch in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Überhand. Und naja, müssen wir wohl mitleben. Das letzte Thema, was ich habe, ist ein ganz interessantes und mal so ein Ausblick in die Zukunft. Baidu, das ist das chinesische Google, und KFC, die Fastfood-Kette mit dem Hähnchen, die haben jetzt in Peking ein neues smartes Restaurant, was anhand von einer Gesichtserkennung die Bestellung vorschlägt. Also wirklich so eine Ableitung, der Scanner erkennt dann, das ist ein Mann, Anfang 20 und anhand ihrer Daten schlagen die dann vor, dass der halt das entsprechende Menü bekommt mit dem Getränk, mit dem Inhalt und ja, wollen so dem Kunden einfach einfacher machen, die Bestellung aufzugeben. Ob man das auch wirklich will und ob man wirklich so eine Statistik wirklich so einfach fahren kann und ob Leute wirklich echt mal das Gleiche essen, wenn das jetzt, sag ich mal, Männer Anfang 20, Frauen Anfang 30 oder sonst wie sind. Ja, interessantes Thema. Da halte ich auch mal ein Auge drauf, weil ich das einfach spannend finde. Ja, und das war es jetzt einfach so zum Start am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ansonsten hinterlasst uns gerne Kommentare und ich freue mich auf euch. Von daher, ja, ciao, ciao und weitermachen. Hört mehr Geek Talk.